Liebe Zuschauer, heute kommen wir zu einem Thema. Ja, ich weiß, da reden die meisten nicht so gern drüber. Genau, es geht um das Gewicht. Bei uns Frauen ist das ja sowieso immer so eine Sache, wir verheimlichen das gern mal oder beziehungsweise schummeln wieder immer so ein bisschen, jedenfalls rede ich von mir. Aber es ist wichtig, es ist ganz wichtig, dass Sie sich wiegen, das redet Ihnen auch jeder Arzt, denn man muss ständig kontrollieren, haben Sie zugenommen, haben Sie abgenommen, denn das kann ja auch auf Krankheiten hinweisen. Deswegen haben wir heute ein ganz tolles Pearl-Produkt wieder mal mitgebracht und ja, Jana ist ja auch eine Frau wie ich und bei dir ist es glaube ich auch so ein Thema, wir zeigen nicht so gern unser Gewicht, ne? Geht dir das ja, auch so? Ja, das geht mir ganz genauso, ich bin auch nicht so gerne auf der Waage, aber du hast wirklich recht, es ist wichtig zu wissen, wie viel man wiegt und ob man jetzt zunimmt oder extrem abnimmt. Aber liebe Zuschauer, diese Waage, die wir Ihnen heute präsentieren, die sieht so fantastisch aus. Also wenn die im Badezimmer steht, das ist der absolute Hingucker. Dann wiegt man sich wieder gerne, ne? Ja, genau, da steigt man doch gerne mal drauf. Gerade wenn man nach der Dusche kommt, sollte man sich ja am besten ohne Kleidung wiegen. Und wir sehen es jetzt ja auch gerade in der Kamera. Das sieht echt fantastisch aus. Wir haben jetzt hier diese Wiegefläche, die ist aus Glas und ist wunderschön weiß. Also mir gefällt die sehr schön. Wir haben hier oben das Display, was man klar und deutlich sieht. Ist natürlich jetzt nicht an, weil keiner draufsteht. Aber ich finde, man kann das auch, wenn man das gleich mal antippst, auch mal die Zahlen zeigen. Warte, soll ich es mal hinlegen und du tippst an? Genau, ich tippe es mal an. So, jetzt genau, super. Also Sie machen das Ganze angetippt. Dann natürlich mit Ihrem Fuß. Sie tippen da einmal kurz drauf und dann zeigt Ihnen das in Sekundenschnelle Ihr Gewicht. Bis 150 Kilo kann man darauf wiegen. Und das ist eine ganz klasse Sache, weil ich finde es immer wichtig, dass eine Waage auch schön aussieht. Es gab ja früher immer diese uralten Waagen, diese Plastikdinger, wo diese Nadel dann immer hin und her gewippt ist. Und wenn man sich 2 Sekunden später draufgestellt hat, war man plötzlich 2 Kilo leichter oder 2 Kilo schwerer, weil das war so ungenau. Also das, von meiner Oma kenne ich diese Waage noch. Und wenn man dann natürlich sowas im Bad stehen hat, dann passt das natürlich auch super zum Design. Wie bist du eigentlich eingerichtet? Du bist gerade in einer Ferienwohnung. Ja, ich bin gerade noch in einer Ferienwohnung. Da habe ich leider gar keine Waage. Ist vielleicht auch besser. So, nein, Spaß. Aber ist richtig, Jan. Ja, natürlich. War nur Spaß beiseite. Aber ich habe ja hier die Möglichkeit, mich zu wiegen im Sender. Weil wir haben natürlich so eine schöne Waage gerade jetzt hier im Hause. Und was ich wirklich vorteilhaft finde, ist auch das übersichtliche Display. Dass man die Zahlen wirklich klar und deutlich sieht. Also jetzt sind ja hier die Nullen, steht ja gerade keiner drauf. Aber da muss man auch nicht lange drauf schauen, sondern man erfährt gleich, wie viel man wiegt. Und man muss ja sagen, wenn man sich auf so eine Waage stellt, dann hat man das Gesamtgewicht vom Körper. Man hat ja nicht irgendwie detailliert ausgewiesen, ob es jetzt Wasser, Flüssigkeit ist oder so. Deswegen ist es auch wichtig, jeder Mensch, das hängt ja auch von der Größe ab, wie groß man ist, wie viel man wiegt. Und da gibt es ja so einen Body-Mass-Index, der einem sagt, ob man zu wenig wiegt oder ob man vielleicht ein bisschen mehrmals um den Block laufen sollte. Und liebe Zuschauer, es ist schon wirklich ganz, ganz wichtig aus gesundheitlichen Gründen, dass Sie sich regelmäßig wiegen. Sobald ich natürlich auch wieder eingerichtet bin, werde ich mir auch eine zulegen und zwar diese, weil ich finde, die sieht auch hinten wunderschön aus mit den 4 Füßen. Genau, ich wollte gerade mal die Gummifüßchen zeigen, die sind hier nämlich bewegbar, das ist auch ganz wichtig, dass man im Bad, da kommt es ja auch mal vor, wenn man gebadet hat, dann ist es ein bisschen nass und dann sind die Gummifüßchen Lebensretter, denn dann rutscht die Waage auch nicht davon, das ist eine ganz klasse Sache. Betrieben wird es hier über die Batterie. Und jetzt drehe ich das nochmal um. Denn es gibt ja ganz viele Personen, die schreiben ihr Gewicht in den Kalender. Ne? Das ist ja schön und gut, weil das soll man ja machen. Man soll ja wirklich kontrollieren, habe ich zugenommen, habe ich abgenommen. Das ist ja schon sehr wichtig. Aber hast du nicht eine Lösung für unser Problem, dass wir das nicht immer in den Kalender eintragen müssen? Weil Kalender schmeißen auch ganz schnell mal weg oder dann verschreibt man sich und dann verliert man irgendwas. Und ganz wichtig, wir sind ja Frauen und wir schummeln ja auch mal ganz gerne. Ne? Das heißt, man schreibt dann, auch schwankt so ein bisschen. Da schreiben wir jetzt einfach mal, sage ich irgendeine Zahl, 52,6 ein. Eigentlich wiegen sie aber 52,8. Aber hier haben sie die Möglichkeit, per Bluetooth ihrem Handy, sei es das iPhone, dem iPod oder auch dem iPod Touch, zu übermitteln, per Bluetooth, was sie genau wiegen. Das macht diese Waage automatisch. Wow, du willst mir jetzt sagen, wir stellen für diesen kleinen Preis nicht nur eine super Waage vor, sondern wir können damit auch noch einiges mehr anstellen. Richtig, genau. Ich kann mir irgendwie noch nichts darunter vorstellen. Wir können das aber auch gerne mal unseren Zuschauern zeigen, wie das funktioniert. Denn wir haben hier unsere Make-up-Artist hier. Die hat sich Gott sei Dank zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu zeigen, wie die Waage funktioniert. Liebe Naila, magst du mal zu uns kommen? Das ist unsere liebe Naila. Und die macht es einmal. Die zeigt Ihnen das. Die Waage steht da auf der anderen Seite.
Seite und vielleicht magst du sie vorher einmal antippen, die Waage, damit die Nullen auftauchen auf dem Display und dann darfst du dich jetzt draufstellen und sehen Sie mal, wie schön diese Waage aussieht. Ne? Sieht klasse aus. Sieht richtig klasse aus. Und aber das verstehe ich jetzt, ich lade mir dann ein sogenanntes App herunter. Genau. Das kann ich auf mein iPhone oder mein iPad runterladen und dann richtig. Zeigt mir das per das Programm hier an, wie richtig. Viel ich tatsächlich auf meiner Waage wiege und speichere das auch noch. Das ist ja genau, klasse, liebe Zuschauer, jetzt haben wir durch das App, was heruntergeladen worden ist, das heißt iHealth, also ein i und dann Health ist ja Gesundheit. Und da sehen Sie jetzt genau, was die Naila wiegt. Da unten haben Sie nochmal die Waage. Hier oh Mensch, Naila, kannst du aber mal ein bisschen und die zulegen wiegt 54,8. Also ich muss dir erstmal ein großes Lob aussprechen, dass du dir das zur Verfügung gestellt hast. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Und liebe Zuschauer, Sie sehen, jetzt wird das alles hier im iPad gespeichert. Und nächsten Tag, wenn Sie wieder auf die Waage gehen, Sie können das ja dann auch richtig speichern auf Ihrem iPad oder iPod Touch oder auf dem iPhone und haben immer genau die Übersicht, was Sie an welchem Tag und um welche Uhrzeit wiegen. Hier kann man auch nochmal schön sehen, ich kann hier sogar meinen BMI bestimmen lassen, das ist das rote hier, genau. 18,1 und dann zeigt es mir auch den Ideal-BMI an, das ist ja klasse. Normalerweise kennen Sie diese Rechenformel, man kann sich den BMI doch auch rechnen. Ja. Das muss ich hier gar nicht mehr machen, denn das macht er von alleine. Der zeigt mir hier, die Naila hat einen BMI von 18,1 und der ideale BMI liegt bei 21,7. Das ist heißt, fantastisch. Die Naila könnte noch ein bisschen futtern. Ja, richtig. Das ist jetzt quasi die Auflösung von das diesem Body Mass Index. Genau, und da weißt du bist kerngesund, liebe Naila, und du kannst ruhig ein paar mehr Mahlzeiten zu dir nehmen. Genau, das Ganze ist funktioniert natürlich auch ohne Apple-Geräte. Wenn Sie jetzt sagen, sowas Neumodisches besitze ich gar nicht, das ist auch gar kein Problem, denn es speichert bis zu 200 Messergebnisse. Also man muss nicht irgendwie technisch da diese ganzen Affin Geräte sein, ne? Da haben, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, diese Waage speichert das alles, ist auch eine schöne Sache, aber wenn Sie jetzt sagen, ich möchte meinen BMI auch wissen und ich möchte wissen, was mein perfekter BMI ist, dann ist das natürlich eine richtig klasse Sache. Oder vielleicht laden Sie mal Ihr Engelchen ein, sagen Sie, bring doch mal dein Handy mit oder dein Tablet da. Dann ist das natürlich auch gut geeignet, ne? Ja. Unkompliziert, mit Freunden und Familie oder Ihrem Arzt können Sie das dann teilen. Das finde ich nämlich auch super. Sie haben das jetzt auf Ihrem Tablet gespeichert, dann drucken Sie es einfach nur aus, gehen zu Ihrem Arzt mit dem Zettel und sagen, hier, lieber Arzt, lieber Onkel Doktor, ist das auch alles richtig so, wie mir das hier angezeigt wird? Und ich glaube, da wird Ihr Arzt auch ziemlich dankbar sein, dass Sie denen da schon so viel Arbeit abgenommen haben und vor allen Dingen auch selber da hinterher sind, ne? Ja, ganz wichtig. Also, wie du schon gesagt hast, man muss ja nicht jedes Mal zum Arzt rennen, wenn man sich wiegen möchte, ja. Höchstens wenn man irgendwie ein kleines Wehwehchen hat. Nur man sollte es wirklich kontrollieren und so eine Waage, die auch noch optisch was hermacht im Badezimmer, wo Sie vielleicht auch vom Nachbarn mal ein Kompliment bekommen, Mensch, was habt ihr denn da für eine sehr hübsche, ansehnliche Waage? Und dass das heute so modern ist und das übers App funktioniert, dass wir hier alles speichern können, finde ich einfach super. Und jetzt habe ich ja hier das iPad in der Hand, aber liebe Zuschauer, das wird ja auch, wie du schon gesagt hast, in einem Waage auch gespeichert und da kann sich das kleine Kind draufstellen, weil da muss man es ja auch beobachten, also die ganze Familie, Oma, Opa, die Geschwister. Auf die Waage, nicht aufs iPad. Ja, genau, auf die Waage, richtig, liebe Anne-Kathrin, genau. Aufs iPad, das könnte dann vielleicht zu Bruch gehen, das wollen wir natürlich. Und wo wir jetzt gerade beim das Thema wollen wir sind, natürlich, hast du gesagt. Wollen wir das natürlich können, nicht. Aber wir haben das Schöne, bei der Waage kann man ja bis zu 150 Kilogramm sich draufstellen, genau. Also ja. Da ist ja ordentlich was möglich. Und wie wir schon wissen, sind da Batterien drin, ja. Typ 3xA. Genau, einfach handelsübliche oder hausübliche Batterien kommen hier rein. Ja, ich habe heute die schon wieder ein bisschen Sprachfindungsstörungen. Und das Schöne ist ja, wenn Sie jetzt mal ganz unverhofft Besuch bekommen sollten, dann schieben Sie die Waage einfach ganz unauffällig unter Ihren Schrank, schauen Sie mal, wie dünn die ist, dann einfach wuppdiwupp können Sie die verschwinden lassen, ohne dass jemand merkt, dass Sie das regelmäßig kontrollieren. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, nö, ich wiege mich nie. Das ist ja. Aber gar nicht gut, das ist wirklich nicht gut, weil man kann ja auch anhand einer Schwankung vom Gewicht kann man ja auch viele Krankheiten erkennen lassen, ne? Diabetes und das Ganze mit dem Zucker und Bluthochdruck, aber auch natürlich in die andere Richtung, wenn man zu schnell abnimmt, ist auch nicht gut. Richtig. Und deswegen, das sagt Ihnen auch, ja, wichtig ist, dass Sie sich regelmäßig wiegen, aber jetzt natürlich nicht
nicht jeden Tag, da macht man sich verrückt. Ja. Aber eine regelmäßige, stetige Kontrolle ist schon wichtig. Was empfiehlst du, so einmal im Monat? Oder? Oh nee, ich würde schon ruhig, ja, alle, jede Woche einmal kann man machen. Man kann aber auch sagen, ich möchte vielleicht zweimal in der Woche, das können Sie wirklich so handhaben, wie Sie es möchten. Es hängt auch immer vom Menschen ab. Man sollte sich nur vielleicht nicht täglich wiegen, ja, weil diese Schwankungen, die da herrschen, wenn Sie jetzt mal ein bisschen mehr getrunken haben, haben Sie mehr Flüssigkeit im Körper und dann haben Sie vielleicht ein paar Gramm mehr. Und versuchen Sie sich auch immer zur gleichen Uhrzeit zu wiegen. Also Sie wissen, morgens stehen Sie vielleicht um 6.30 Uhr auf oder um 7 Uhr, je nachdem, und haben sich frisch geduscht, sind entkleidet und stellen sich dann auf die Waage. Und liebe Zuschauer, der Vorteil an dieser Waage ist, ich möchte es nochmal betonen, dass wenn Sie hier draufstehen, danach sehen Sie keine Fußtapser. Ich hatte nämlich früher mal eine Glaswaage und da hat man immer die Fußtapser überall gesehen und das fand ich nicht so schön. Das heißt, da müssen Sie wirklich nicht großartig viel putzen. Und wenn Sie das mal abwischen und desinfizieren möchten, weil es matt ist, ne? Es ist hier hinten weiß matt und vorne ist dann die Glasplatte. Also ich finde, es sieht richtig klasse aus. Und wie gesagt, also man muss es auch nicht unbedingt verstecken. Man kann es natürlich, die Waage, auch unter den Schrank schieben, weil sie sehr schön flach ist. Ja. Aber sie sieht halt super schön aus. Also ich finde, es ist ein toller Hingucker und deswegen kann man das ruhig sehen im Badezimmer, liebe Zuschauer. Und wie gesagt, diese Extra-Funktion finde ich sehr, sehr schön, dass Sie alles speichern können in Ihrem iPad, iPod Touch oder in dem iPhone. Ja, liebe Jana, da ich sehr besorgt um dein Wohl bin, schenke ich dir jetzt diese Waage. Oh, und wenn Sie auch sagen, schön, diese Waage möchte ich haben, dann ganz schnell ran ans Telefon und natürlich bestellen. Bestellen ohne Risiko, heiße Preise und beste Qualität. Das ist Pearl TV, die ganze Welt des Teleshoppings. Einkaufen macht Spaß. Rufen Sie jetzt an 0180 51 51 3 mal die 2.